Namaste an dich zu Hause. Heute gibt es wieder eine Yogastunde für Schwangere. Es ist ein Mitschnitt aus einer Online-Yogastunde. Sie ist sehr sanft gehalten. Wie immer beim Yoga zählt, achte auf deinen Körper, achte auf deine Grenzen und praktiziere nur mit, was sich gut für dich und deinen Körper anfühlt. Ja, wenn du jetzt Lust hast, mit mir auf die Matte zu gehen, was benötigst du? Es wäre gut, wenn du ein Yoga-Bolster hättest oder ein Yoga-Kissen. Was auch geht, ist gefaltete Decken oder ein dickes Handtuch oder jegliche andere Art von Kissen, die ein wenig fester sind. Die Einheit ist sehr sanft gehalten und wir praktizieren viel Beckenraum öffnete Asanas und sind meistens auf der Matte im Sitzen oder im Liegen. Ja, praktizieren kannst du sie eigentlich bis zum Ende deiner Schwangerschaft, genau genommen bis zur Geburt. Wir werden Tönübungen mit reinfließen lassen, Atemübungen, die dir auch bei der Geburt helfen können. Ja, mit wem hast du es hier zu tun? Ich bin die Sabine, ich bin Ergotherapeutin und Yogalehrerin und gebe hier im Ort, in meiner Heimat, krankenkassenzertifizierte Yogakurse. Selbst Mama von 2 Kindern, die allerdings schon 12 und 10 sind, freue ich mich, wenn du jetzt mit mir auf die Matte gehst. Ja, dann roll sie aus und vielleicht siehst du mich gleich wieder auf deiner Yogamatte zu Hause. Namaste. In der Seitlage angekommen, schließ gern deine Augen und spür erstmal deinen ganzen Körper. Nimm die Berührungspunkte zur Erde wahr. Fließt dein Atem heute Morgen? Gerne kannst du auch eine Hand auf deinen Bauchraum ablegen, Kontakt zu deinem Baby aufnehmen. Ist es heute ruhig oder eher aktiv? Schick ein paar tiefe, bewusste Atemzüge zu deinem Baby. Schenk ihm mit jeder Einatmung ein inneres Lächeln und mit jeder Ausatmung entspann deinen Körper und auch den ganzen Bauchraum. Einatmend Mundwinkel nach oben ziehen, dem Baby ein Lächeln schenken und ausatmend loslassen. So wander nochmal durch deinen Körper, beide Füße wahr, Beine, dein Gesäß und den ganzen Beckenraum. Spür dein Baby in der Gebärmutter. Mach dir gerne ein Bild von ihm. Hier wander gedanklich einmal durch die kleinen Füße, durch seine Beine, hier durch den Beckenraum. Vielleicht kannst du dir vorstellen, wie dein Herz schlägt. Vielleicht spürst du auch dein Herz schlagen. Gedanklich kannst du dir auch gerne sagen, so beide Herzen schlagen ruhig.
und gleichmäßig, kraftvoll. Wandere durch die kleinen Arme noch bis zu den Fingerspitzen. Mach dir ein Bild von allen 10 Fingern. Und dann wander zu seinem Köpfchen. Hier stell dir es gedanklich vor. Die Augen. Nase, den Mund und beide Ohren. Vielleicht möchtest du ihm sagen, dass es so lange weiter im Bauchraum wachsen darf, wie es benötigt. Um dann ganz gesund und vital auf die Welt zu kommen. So schenk ihm nochmal ein Lächeln und wander dann wieder weiter durch deinen Körper zu deinen Schultern. Weiter zu beiden Armen, zu deinen Händen bis zu den Fingern. Und weiter über die Schultern in den Nackenbereich. Wie fühlt er sich heute Morgen an? Und dann nach oben zum Kopfraum. Stirn, zu den Augen, Wangen und den ganzen Kieferbereich. Und hier lass ganz bewusst Spannung los. Der Unterkiefer ganz locker, die Zahnreihen berühren sich nicht. So genieß noch ein paar Atemzüge, die Ruhe. Atme gerne ein paar Mal auch über die Nase ein und versuch alle Spannung aus dem Körper über den Mund loszulassen. Egal was vorher war, egal was nachher kommt, genieß die Zeit für dich. Mit dem nächsten tiefen Atemzug stell dich dann wieder auf sanfte Bewegung ein. Beginne ganz sanft dein Becken einfach mal nach vorne, nach hinten zu schaukeln. Und dann langsam komm wieder zur Mitte zurück. Mit der Einatmung streckt dein oberes Bein nach unten aus, flex die Zehen ran und bring gleichzeitig den oberen Arm lang nach oben, über den Kopf. Ausatmen, hol dein Knie seitlich ran und zieh es zum Körper hin, sodass dein Bauchraum genügend Platz hat. Einatmen, streck dein Bein nach oben aus, flex nochmal die Zehen ran. Und ausatmend langsam wieder nach unten absinken. Einen Moment ankommen, beide Füße wieder aufeinander legen. Und wenn der nächste Einatmen kommt, dann einatmen wieder. Bein nach unten ausstrecken, Zehen ranflexen, der Arm zieht über den Kopf. Ausatmen seitlich,
dein Knie zum Körper ranholen. Einatmen, nach oben strecken und aus, langsam nach unten sinken lassen. Kurz innehalten und dann in die nächste Runde einatmen, Länge, aus, Knie ranholen. Ein, Dehnung der Beinrückseite und aus, wieder ablegen. Noch eine Runde. Nach der Runde kommen wieder an und beginne den Arm einfach rotieren zu lassen. Den Ellenbogen lass gern angewinkelt und ziehe ein paar lockere Kreise. Den Arm nach hinten rollen. Und dann gehe immer mehr in die Rotation, so weit wie es dir gut tut, aus dem oberen Rücken. Einatmend nach vorne und gern ausatmend zurück oder andersrum. Schau, was für ein Atemrhythmus für dich passend ist. Und wenn du das nächste Mal in der Öffnung bist und es für dich passt, dann bleib auch hier gern ein paar tiefe Atemzüge liegen. Spür die Weite im Brustraum. Schau, wie dein Arm sich positionieren möchte. Über den Kopf, seitlich oder vielleicht auch angewinkelt. Und dann mit dem nächsten Ausatmen komm wieder zurück zur Mitte. Schau in dein Becken nochmal sanft. Nach vorne, nach hinten. Und dann halt wieder inne und wechsel in die Rückenlage. In der Rückenlage angekommen, spür erstmal beide Seiten, wie sie sich anfühlen. Und dann hol beide Knie weit zum Körper ran und in eine weite Grätsche. Auch hier lass den Bauchraum Platz. Einatmend schieb die Knie immer wieder so ein bisschen weg und ausatmend über den Mund Knie ranholen. Einatmen, wegschieben und aus. Tief über die Nase ein und lang über den Mund aus. Mit deinem unteren Rücken so weite und auch den ganzen Beckenraum. Nach der nächsten Runde wieder lösen und dann schaukel dich gern, wenn es dir angenehm ist, so ein bisschen nach rechts und links. Knie ein bisschen vom Körper lösen und so den ganzen Rücken so ein bisschen abrollen, dein Baby im Bauchraum auch ein bisschen schaukeln. Ich hoffe, es gefällt dir. Und dann langsam wieder beenden und auf die andere Seite rollen. Ich drehe mich einmal um. Auf der anderen Seite wieder angenehm positionieren, Kissen unter Kopf oder Bauch, Beine angewinkelt. Komm auch hier erstmal an und beginn wieder auf der Seite auch, dein Becken sanft nach vorne, nach hinten zu schaukeln.
Halt langsam wieder inne und beginne auf dieser Seite einatmend, oberes Bein nach vorne ausstrecken, den oberen Arm nach oben, die Zehen ranflexen, ausatmend Knie über die Seite ranholen, Bauchraum Platz lassen, einatmend Bein nach oben strecken und aus, langsam wieder auf das untere Bein ablegen. Vielleicht auf einen Atemzug hier ankommen, bevor du in die nächste Runde gehst. Einatmen, wieder lang werden auf der ganzen linken Seite. Aus, weit im unteren Rücken erzeugen. Ein Bein Rückseite dehnen. Und aus, wieder ankommen. In deinem Fluss noch zwei Runden. Nach der nächsten Runde wieder ankommen. Ein paar tiefe Atemzüge wieder ganz loslassen. Und dann beginnen mit dem oberen Arm kleine Kreise zu rollen. Aus dem Schultergelenk, den Ellenbogen gern angewinkelt. Einfach so ein bisschen den Schultergürtel lockern. Einer Seite zumindest. Und dann langsam wieder in mal ein Stückchen mehr in so eine Rotation nach hinten rollen. Schau, ob dein Arm sich immer mehr in die Streckung bewegen möchte. Lass den Atem einfach fließen, es stellt sich meist von alleine den Atemrhythmus ein. Und wenn du dann in der Öffnung mehr und mehr bist und ein paar Atemzüge liegen bleiben möchtest, dann bleib liegen. Auch hier möchte der Arm angewinkelt sein oder sich auf der Erde ablegen. Für die Öffnung, linke Brustseite. Lass dein linkes Schulterblatt tief nach unten sinken. Und dann löse langsam wieder, roll zur Seite zurück. Und auch hier schaukel nochmal ganz sanft dein Becken ein wenig nach vorne, nach hinten. Langsam ausschaukeln und dann über die Seite drück dich mit einer Hand langsam nach oben und komm in einen angenehmen Sitz. Gern leicht erhöht auf einem Kissen oder der gefalteten Decke zu Hause, was auch immer du hast oder brauchst. Und dann komm hier erstmal an. Lass beide Sitzbeinhöcker schwer zur Erde sinken. Und stell dir vor, in deinem Hinterkopf ist ein Faden, der dich lang in eine Aufrichtung bringt. Dann ganz genüsslich zieh deine Schultern ein paar Mal nach oben zu den Ohren und lass sie weit nach hinten unten sinken mit der Ausatmung. Einatmen nach oben. Und ausatmen über den Mund. Lass den Unterkiefer mit den Schultern gleichzeitig locker.
einmal. Und dann lass die Schultern tief und entspannt unten liegen. Auch der Kieferbereich spür hier nochmal hin, lass hier los. Dann nehmen wir über in den Schmetterlingsatmen und nehmen das A, O, M mit dazu. Mit der nächsten Einatmung bring die Arme über die Seite nach oben, bring die Handflächen aneinander und ausatmen Töne A. Klang der Schwingung einen Moment nach. Dann gehen wir über in so einen kleinen sitzenden Flow. Lass beide Hände neben deinem Gesäß zur Erde sinken. Und mit der nächsten Einatmung roll die rechte Schulter nach oben und weit nach hinten unten. Mit der Ausatmung. Einatmen, bring dann den rechten Arm nach oben. Mach die ganze rechte Seite lang. Und ausatmen, beug dich nach links. Einatmen, komm mit beiden Armen nach oben, mach dich lang. Und ausatmen, dreh dich nach rechts, rechte Hand geht nach hinten, die linke Hand Außenseite vom rechten Bein. Einatmen, komm wieder zur Mitte zurück, mach dich nochmal lang. Und ausatmen, lass die Arme im großen Kreis wieder sinken. Gleiches links, einatmen, zieh die linke Schulter nach oben, roll sie weit nach hinten unten ab. Ein, linker Arm geht nach oben, werd lang und ausbeug dich nach rechts. Einatmend, beide Arme gehen nach oben, werd lang und ausatmend, aus der Brustwirbelsäule, Drehung nach links. Einatmen, beide Arme gehen wieder nach oben und ausatmen, beide Arme über die Seite sinken lassen. Nächste Runde rechts, einatmen, Schulter rollt nach oben und ausatmen, weit nach hinten. Ein, geht der rechte Arm nach oben und aus, komm in die Seitbeuge nach links. Ein, zurück, beide Arme gehen nach oben. Aus der Länge heraus, aus dem Brustwirbelbereich, drehe ich nach rechts, Blick gern mitnehmen. Ein, wieder zurück zur Mitte. Und aus, Arme über die Seite sinken lassen. Einatmen, linke Schulter rollt nach oben und weit nach hinten. Ein, der linke Arm nach oben in die Länge. Und aus, Seitbeuge nach rechts. Ein, nach oben wieder Länge, beide Arme mitnehmen und Ausdrehung nach links. Ein, wieder zurück und aus, Arme senken. Noch eine Runde rechts und links, einatmen, die Schulter nach oben, nach hinten rollen mit der Ausatmung. Einatmen, rechten Arm in die Länge und aus, Beuge. Nach links. Ein, beide Arme kommen mit nach oben. Und Ausdrehung nach rechts. Ein, beide Arme kommen mit nach oben. Und aus, Arme sinken. Ein, linke Schulter rollt nach oben und aus, weit nach hinten unten. Ein, der linke Arm geht nach oben, Länge. Und aus, öffne die ganze linke Flanke. Ein, beide Arme kommen mit nach oben. Und aus, dreh dich nach links.
Ein, wieder zurück zur Mitte. Und aus, Arme sinken lassen. Komm hier an und streck einmal deine Beine weit nach außen in deine Grätsche. Geh nochmal so ein bisschen dynamisch in eine seitliche Öffnung. Mit der Einatmung beide Arme nach oben, werd lang. Mit der Ausatmung linke Arm sinkt nach unten, der rechte Arm zieht so schräg zur Seite vor. Wenn der Einatmen kommt, richte dich wieder auf. Und wenn der Ausatmen kommt, rechter Arm sinkt und der linke zieht zur Seite raus. Ein, wieder Mitte. Und aus, andere Seite. Mach das ein paar Mal in deinem eigenen Atemfluss. Wenn dir gerade mal danach ist, auf einer Seite auch zu bleiben, ein paar Atemzüge, dann bleib gern. Schau, was dein Körper heute braucht. Ganz im Atemfluss, gerne immer über die Nase ein und über den Mund aus und loslassen. Und mit jeder Ausatmung auch ganz bewusst im Kieferbereich locker lassen. Wenn du das nächste Mal dann auf der rechten Seite warst, dann wieder in der Mitte ankommen. Und stell hier einmal deine Hände hinter deinem Gesäß auf. Und schieb deine Arme so weit wie möglich mal hinter deinem Körper zusammen und dein Brustbein möchte nach vorne. Und Rücken lang, zieh die Schultern mal so schön Richtung Wirbelsäule hin. Lass dich weit werden und atme ein paar tiefe Atemzüge wieder zu deinem Bauchraum hin. Und dann weiter in den Brustraum, die Lungen füllen und dann gerne über den Mund aus. Loslassen. Einatmen, weiter erzeugen, gern dabei die Schulterblätter nach hinten ziehen. Und aus. Lang aus, vollständig. Noch ein tiefen Atemzug. Und dann wieder beenden. Oberkörper mehr aufrichten und die Füße in die Schmetterlingsposition bringen. Fußsohlen aneinander, Wirbelsäule aufgerichtet, die Hände entweder auf den Knien oder an den Beinen, schau, was für dich passt. Und dann beginne mit deinem Oberkörper zu rotieren. Schau, dass dein Bauchraum immer genügend Platz hat. Wenn du merkst, du möchtest die Füße mehr nach vorne ausstrecken, dann streck sie weiter nach vorne aus. Und schließ gern die Augen. Du merkst, du möchtest mit den Schultern, mit dem Kopf, mit in die Bewegung gehen. Dann lasse mit rotieren. Einatmen, vielleicht zieht dein Brustbein weiter nach vorne. Vielleicht möchtest du ausatmen, hinten einen runden Rücken machen. Schau, was entstehen möchte. Genieß. Zentrierende Wirkung, dass so viel Kreise und auch die Schulter.
schöne Öffnung in der Hüfte. Halte die Muskulatur im ganzen Beckenraum beweglich. Und dann langsam irgendwo innehalten und beginne dann die Kreise in die andere Richtung zu rollen. Mal, wie sich die Seite anfühlt. Wie fließt dein Atem? Und dann langsam wieder kleiner werden. Und in der Mitte einrollen. Und wenn du in der Mitte angekommen bist, auch hier wieder einen Moment innehalten, gerne auch die Hände auf den Bauchraum legen. Zu deinem Baby hinatmen. Die Schultern lockern mit der Ausatmung, den Kieferbereich locker lassen. Über noch was Hüftöffnendes, gern ein Bein zur Seite ausstrecken, das linke, und schau mal, ob du den rechten Fuß mit deiner Hand halten kannst und mit der rechten Hand so ein bisschen das Knie unterstützen. Je nachdem, wie weit das Bein herkommt, Bauchraum genügend Platz, und dann schaukel dein Bein wie ein Baby. Kannst du dir noch gut daran erinnern. Schau, wie angenehm es für dich ist. Wenn nicht, beende. Auch eine schöne Übung für den ganzen Beckenraum mobil zu halten. Und dann die Seite langsam beenden. Das rechte Bein ausstrecken. Und das gleiche zur anderen Seite. Linkes Bein ranholen, Knie, Fuß fassen und dann auch hier beginnen, nach außen, nach innen zu schaukeln, zu rotieren. Wie fühlt sich die andere Seite an? Oft ein wenig anders, aber es gibt ja nur zwei gute Seiten. Zwei Schokoladenseiten. Und dann langsam wieder beenden und nochmal in den kreuzbeinigen Sitz kommen. Für eine Atemübung dazwischen wieder, um in die Ruhe zu kommen. Wir machen nochmal das Shitali, wo man die Zunge rollt oder die Zunge hinter die oberen Schneidezähne ablegt. Und man schlürft dann die Luft so ein. Es erzeugt eine schöne Kühle im ganzen Körper, was zurzeit von Vorteil ist. Und dann die Zunge reinholen, wenn du das Rollchen gerollt hast. Und dann über die Nase ausatmen, langsam und vollständig. Das heißt, mit dem nächsten Atemzug eine Zunge machen oder hinter die oberen Schneidezähne legen, Luft einschlürfen. Und ausatmen über die Nase. Langsam vollständig auch hier wieder die Schultern sinken lassen, den Kieferbereich lockern. Ein, wieder in deinen Rhythmus, Luft schlürfen. Und dann über die Nase langsam vollständig ausatmen. Spür dabei die Entspannung und die Kühle im ganzen Körper. Ein, schlürfen. Aus, Zunge rein, wenn sie draußen war, Schultern entspannen, Kiefer entspannen.
Einfluss. Wieder einatmen, auch die Wirbelsäule so ein bisschen dabei aufrichten, längen. Und mit der Ausatmung Kieferbereich, Schultern entspannen. Noch eine Runde. Und dann spüre wieder nach. Shitani Yoga Shitkani. Eine beruhigende Atemübung. Eine kühlende. Gerade für die warmen Tage. Auch immer eine sanfte Aktivierung für den Beckenboden. Und wenn du die Augen geschlossen hattest, dann gerne kurz öffnen und wechsel dann in den Vierfüßlerstand auf deiner Matte. Und wenn du was brauchst für unter deine Knie, liegt dir gerne ein Polster oder was drunter. Gefaltete Decke. Vierfüßler angekommen, spreite die Finger weit auseinander und beginne einfach mal deine Wirbelsäule zu bewegen, wie es dir gut tut. Vielleicht möchtest du klassisch Katze-Kuh-Bewegungen machen oder dein Becken kreisen lassen oder achtmal lassen. Schau einfach, was dir heute Morgen gut tut. Hier atme gern wieder über den Mund aus. Loslassen. Vielleicht auch mal schnauben wie ein Pferd, auch sehr entspannend gerade für den Kieferbereich. Lippen locker aufeinander und durchblasen. Hat sich bestimmt gut angehört. Wenn du dich genug geregnet hast, dann bring die Knie ein wenig weiter auseinander. Wir gehen immer im Wechsel in die Kuh und dann in das lange Kind und wir nehmen den Buchstaben A mit dazu und setz gern wieder ein H davor. Einfach das H macht immer die Kehle ein wenig zu. Schau, ob es für dich angenehm ist. Vielleicht auch ein anderer Buchstabe. Du kannst probieren mit U, mit O. Und so feststellen, was für einen für dich am angenehmsten ist. Wenn du einatmest, mach die Wirbelsäule lang, heb dein Brustbein nach vorne. Und wenn du ausatmest, Knie weit, zieh dein Gesäß nach hinten und komm in das lange Kind. Leg gerne die Stirn einen Moment ab, schau, dass dein Bauchraum genügend Platz hat. Und wenn der Einatmen kommt, roll dich wieder auf, läng die Wirbelsäule, öffne dich im Brustraum. Roll deine Schultern nach außen, zieh die Schulter bitte zusammen und ausatmen, Töne. Thank you.
Noch eine Runde und dann bleib ein paar Atemzüge in dem weiten Kind. Gern die Finger nach vorne krabbeln lassen. Sich vom Brustbein her nach unten sinken lassen. Sitzbeinhöcker mal nach hinten wegziehen, die Wirbelsäule längen. Und dann roll langsam mit der Einatmung wieder nach oben auf. Knie wieder ein wenig weiter zusammenbringen. Und dann stell das rechte Bein nach außen aus. Dann komm weiter nach oben in den Kniestand dann. Und dann heb den linken Arm nach oben. Mach dich hier ganz lang und ausatmen deutlich zur rechten Seite. Bleib hier drei tiefe Atemzüge. Spür die Weite, die Öffnung. Lass den Atem tief hier in die Dehnung hinfließen. Und dann einatmen, beide Arme nochmal mitbringen, lang nach oben. Und ausatmen, die Hände wieder absetzen. Eine sanfte gedrehte Katze. Einatmend den rechten Arm nach oben, nimm den Blick mit und ausatmen, so wie es für dich geht. Der rechte Arm zieht unter der linken Schulter durch. Im eigenen Fluss einatmen, öffnen und ausatmen, zieht der rechte Arm wieder durch. Schau, ob du vielleicht auch mal einen Atemzug in der Drehung drin bleiben möchtest. Alles erlaubt, was dir gut tut. Und dann langsam mit der nächsten Ausatmung dann wieder beenden, wenn du in der Öffnung warst und das rechte Bein ranholen. Einmal das rechte Bein nach hinten wegstrecken. Zehen aufstellen und schieb die Ferse weg, sodass du eine schöne Dehnung in der rechten Wade hast. Dann löse und heb das rechte Bein an und stell das rechte Bein über das linke nach außen, über Kreuz. Und dann nimm den Blick mit zur linken Seite, sodass du die rechte Seite hier öffnest, dehnst. Die rechte Schulter zieht so ein bisschen mit nach vorne. Und dann löse wieder. Zurück in den Vierfüßler. Für die andere Seite, linkes Bein nach außen aufstellen und nach oben kommen in den Kniestand. Ankommen erstmal hier oben und dann einatmen, den rechten Arm nach oben, Länge und beug dich nach links. Auch hier drei tiefe Atemzüge bleiben. Einatmen, wieder zurück in die Länge und aus, den Arm wieder sinken lassen. Zurück in den fast Vierfüßler mit ausgestreckten Beinen. Und dann für die gedrehte Katze einatmen, geht der linke Arm nach oben, Blick mitnehmen und aus, unter der rechten Schulter durchspielen. Ein, linker Arm geht nach oben und aus. Auch hier schau, möchtest du dynamisch üben oder auch einmal eine Runde drin bleiben.
nach der nächsten Runde wieder beenden. Linkes Bein dann nach hinten ausstrecken. Einmal die Ferse wegschieben. In linke Wade dehnen. Und dann hebt das linke Bein an. Bring es nach rechts rüber zur Seite. Und dann nehmen den Blick nach rechts und zieh die linke Schulter nach vorne, sodass du eine schöne Dehnung in der ganzen linken Flanke hast. Den Atem dorthin schicken. Und wieder lösen. Zurück in den Vierfüßler. Und dann hier mach nochmal ganz klassisch Katze-Kuh-Bewegung. Ausatmen über den Mund mit der Lippenbremse. Spitz die Lippen wie ein F und nimm den Beckenboden mit dazu. Vom Dampfpunkt alle drei Schichten nach oben ziehen und einatmen immer wieder. Lösen den unteren Rücken, längern Sitzbein, Höcker ziehen Richtung Wand, den Kopf, Brustbein leicht heben, Oberarme rotieren nach außen. Ausatmen, wieder rund werden, Beckenboden mitnehmen. Kopf einrollen Richtung Brustbein und ein, wieder öffnen. Im eigenen Atemfluss. Ausatmen, rund werden. Ein, öffnen. Langsam wieder beenden und komm dann in den Unterarmstütz. Beweg dann deine Handgelenke ein wenig durch, spreiz mal die Finger, mach Fäuste, bisschen Handgelenke entlasten. Und wir bleiben dann im Unterarmstütz für eine Kräftigung für die Beinrückseite und Gesäß. Den Rücken ganz lang, Blick nach unten und dann einatmen, streck das rechte Bein nach oben und ausatmen über die Seite, so als ob ein Hund Pipi macht, zieh dein Knie über die Seite wieder ran und bring es wieder zurück zur Matte. Ein, dann im Wechsel, linkes Bein nach hinten wegstrecken und aus, über die Seite, Knie ranholen und wieder zurück. Im Wechsel einatmen, rechts nach hinten, aus, Knie zur Seite und ranholen. Ein, Streckung und aus, ranholen. Und immer wenn du mal eine Pause brauchst, nehmen wir eine Pause. Wenn du mal halten willst, ein paar Atemzüge, das Bein unten, dann halte auch. Schau, was für dich passt. Und dann, wenn du das nächste Mal die linke Seite hattest, dann auch hier wieder beenden. Einmal dann die Knie wieder weiter auseinander und zum Entspannen in die Kindstellung, lass der Bauchraum Platz, mach gerne ein Fäustetour mit deinen Händen und leg die Stirn drauf ab. Lass die Schultern locker, auch hier wieder Kiefer locker lassen, Unterkiefer. Gerne die Lippen voneinander gelöst. Ein paar tiefe Atemzüge wieder hier ankommen, Ruhe genießen.
langsam löst wieder auf. Hände aufstellen und ganz langsam drück dich nach oben in den Fersensitz. Und wenn du im Fersensitz sitzen kannst oder gleich mit dem Kissen dazwischen, bleib im Fersensitz. Wenn du lieber kreuzbeinig sitzen möchtest, sitze kreuzbeinig nochmal. Schau, was für dich angenehmer ist. Gerne auch ein Kissen zwischen die Beine oder eine gewollte Decke zwischen die Beine für den Fersensitz. Wenn du auch mal einen Schluck trinken möchtest, trink mal einen Schluck. Dann wieder ankommen, Wirbelsäule nochmal aufrichten, wir machen noch was für den Nacken und so lass beide Hände neben deinem Körper nach unten sinken und lass den Kopf nach links sinken. Die rechte Hand spreizt sich so ein bisschen vom Körper ab, die Finger auch weit auseinanderziehen und spür die Dehnung. Atme in die rechte Nackenseite hin. Zieh dein Kinn leicht Richtung Brustbein. Und vielleicht möchtest du auch so ein bisschen spielen mit der Richtung. Auch hier wieder Gesicht entspannt lassen. Kieferbereich ganz bewusst lösen. Und über den Mund ausatmen. Wenn du auflöst, bring die linke Hand an die linke Seite und ganz passiv drück den Kopf nach oben. Und dann wieder erst ankommen in der Mitte und den Kopf zur rechten Seite sinken lassen. Linke Hand nach außen leicht abgespreizt, die Finger gespreizt, Kinn Richtung Brustbein heranholen. Schick den Atem in die linke Seite und auch hier wieder Gesicht, Kieferbereich, mit der Ausatmung lockern. Und auch hier, wenn du auflöst, rechte Hand an die rechte Schläfe und ganz passiv drück den Kopf nach oben. Lass los. Und von hier lass dein Kinn ganz lang nach vorne rollen und nach unten Richtung Brustbein. Und roll dann dein Ohr ein paar Mal Richtung rechte Schulter, Richtung linke Schulter. Spür die Bewegung im Nacken. Auch hier wieder Gesicht, Kiefer entspannt. Arme entspannt. Auf den Oberschenkel gerne ruhen lassen. Und langsam wieder zur Mitte kommen. Hier nochmal den Kopf sinken lassen. Kinn Richtung Brustbein.
und langsam dann wieder nach oben aufrollen. Oben angekommen, Blick über die rechte Schulter ein paar Mal, wie eine Eule den Kopf nach rechts und nach links drehen. Langsam, achtsam, die Wirbelsäule ist lang. Stell dir vor, wie dabei am Hinterkopf ein Faden ist, der dich lang nach oben bringt. Und wenn du das nächste Mal in der Mitte bist, dann wieder beenden. Die Hände nochmal über die Seite nach oben bringen, Finger ineinander verschränken und die Handflächen nach oben schieben, Richtung Decke. Kleine Finger wollen nach hinten, die Daumen wollen eher nach vorne und die Schultern wollen na klar nach unten, weg von den Ohren. Genieß hier nochmal die Öffnung. Vielleicht entsteht auch so eine leichte Rückbeuge aus dem oberen Rücken. Den Atem nochmal tief in die Lungen hinfließen lassen, den Brustkorb weit werden lassen. Und ausatmen, dann lösen, über die Seite. Und dann gehen wir noch in die Adlerarme, bringen die Arme in die U-Position. Zieh erstmal die Ellenbogen jetzt fest nach hinten. Und dann ausatmen, bring den rechten Arm über den linken. Entweder die Handrücken aneinander oder die Handinnenflächen aneinander. Und dann schieb jetzt die Ellenbogen weit nach vorne. Und mit der Ausatmung beugst du ein bisschen den oberen Rücken rund ein und zieh die Schulterblätter richtig hinten auseinander. Einatmen, rollen wieder nach oben, zieh die Ellenbogen nach vorne raus und ausatmen, rund werden. Spür die Weite im oberen Rücken. Und wenn du das nächste Mal oben bist, dann halte die Adlerarme nochmal. Zieh die Ellbogen weit nach vorne, die Schultern wollen nach hinten. Und dann löse die Arme. Kreise ein paar Mal mit den Schultern ganz locker nach hinten. Nochmal die Ellenbogen weit nach hinten ziehen für die andere Seite. Linke Arm jetzt über den rechten schlagen, Handrücken aneinander oder die Handflächen. Die Ellenbogen schieben nach vorne und ausatmen, den oberen Rücken ein bisschen einrollen, Kinn einrollen, Schulterblätter hinten weit werden lassen. Ein, immer wieder öffnen, aufrollen, Ellenbogen nach vorne, oben. Und aus, wieder rund werden. Und wenn du das nächste Mal dich wieder aufrollst, dann die Ellenbogen nochmal nach vorne wegschieben, Schulter nach hinten, weiter entstehen lassen, hinten Raum zwischen den Schulterblättern und dann wieder lösen. Auch hier nochmal die Arme ganz genüsslich rollen oder was auch immer dir gut tut. Bring die Hände hier nochmal hinter deinem Gesäß zusammen und verschränk die Finger ineinander und zieh nochmal die Schulterblätter fest zusammen. Lass hier nochmal Raum entstehen, weite dein Brustbein möchte nach vorne und nimm nochmal tiefe Atemzüge in den ganzen Brustkorb hin.
dann löse deine Arme und roll ganz locker nochmal die Schulter nach oben zu den Ohren und nach hinten unten. Ganz genüsslich nach oben, hinten rollen. Und dann langsam beenden. Und von den Fersensitz in die Rückenlage kommen. In deren Kissen oder eine gefaltete Decke, was auch immer du hast, für den unterstützten Schulterstand etwas mit dazu. Und komm dann in die Rückenlage. Stell deine Füße gleich vor deinem Gesäß auf. Heb dein Gesäß an und schieb dein Kissen ganz unter dein Kreuzbeinbereich. Schau, dass du hier gut und angenehm liegen kannst. Und verweile hier ein wenig in der unterstützten Schulterbrücke. Bring deinen Beckenboden einmal in Spannung. Die Arme locker neben deinem Körper oder auf dem Bauchraum abgelegt. Schau, was für dich stimmig ist. Zieh dein Kinn nochmal Richtung Brustbein. Lass deinen Nacken lang werden. Und bleib hier ein paar Atemzüge ganz entspannt. Und wenn du merkst, es fühlt sich was ungut für dich an, geh aus der Position heraus. Gerade wenn du so brennen hast und die Umkehrstellung vielleicht den Rückfluss noch verstärkt. Dann langsam hol ein Knie nach dem anderen nochmal seitlich zum Körper ran und zieh deine Kniebeine nochmal nach außen. Halte gerne so ein paar Atemzüge. Beine ganz locker, die Schultern ganz locker. Gerne über den Mund wieder ausatmen. Dann streck locker die Beine nach oben aus. Finde eine Position für die Beine, wo sie ganz von alleine oben bleiben, ohne ganz viel Muskelanspannung in den Beinen zu benötigen. Und dann mach ein paar Venenpumpen. Einatmen, den Wechsel, ein Zeh spitz machen, die anderen Zehen ranziehen. Und dann fließend die Venenpumpe ein wenig aktivieren. Und dann die Füße wieder nach unten sinken lassen. Langsam wieder rausziehen und dann zurückrollen auf den Boden. Ein bisschen was Aktives, ein paar Schulterbrücken, wenn das für dich passt heute. Roll einatmend, Stückchen für Stückchen mit deinem Gesäß nach oben. Bring gerne die Arme nochmal mit über den Kopf nach hinten. Und ausatmend, roll Wirbel für Wirbel langsam nach unten und bring die Arme wieder zurück. Vielleicht im Zwischenatmen hier nehmen, wenn du einen brauchst heute, oder mit dem nächsten Atemzug dann gleich Wirbel für Wirbel wieder nach oben rollen, in die Schulterbrücke, die Knie ziehen nach vorne,
Gesäß aktiv, die Fußsohlen fest im Kontakt mit der Erde und aus, Wirbel für Wirbel wieder abrollen. Nach der nächsten Runde wieder beenden. Dreh dich dann einen Moment nochmal in die Seitlage nach links. Gern schaufel dein Becken nochmal ein wenig nach vorne, nach hinten. Über die Seite nochmal nach oben zum Sitzen für unsere letzte faule Übung heute. Den unterstützten Fisch gerne neben der gefaltete Decke, Kissen, was auch immer du alles zu Hause hast, zum Unterlagern. Und setz dich dann vor dein Kissen oder was auch immer, Decke. Dickes Handtuch, alles herbeiholen. Und dann leg dich über dein Kissen, schau, dass es angenehm ist, dein Kopf angenehm positioniert ist. Und wenn es dir danach ist, entweder Füße aufstellen vor deinem Gesäß oder wieder in die Schmetterlingsposition sinken lassen. Fußsohlen aneinander. Und die Knie nach außen sinken lassen. Hände auf deinem Bauchraum oder neben deinem Körper. Schau auch hier, was für dich angenehmer ist. Wir gehen hier nochmal in die Tönübung. Heute ganz entspannt mit den Armen einfach neben dem Körper oder auf dem Bauchraum, wo auch immer du sie ablegst. Wir tönen verschiedene Vokale und schau, ob du immer das H vorne dran setzen willst, um einfach die Stimmritze zu schließen. Mach das aber nicht ganz so aktiv. Nützlich bei der Geburt einfach, um so ein bisschen den Druck nach unten zu verstärken zum Üben. Komm erst hier nochmal in der Position an. Lass den Atem tief und gleichmäßig werden. Entspann dein Gesicht, den ganzen Kieferbereich. Wir beginnen mit einem A. Und atme über die Nase ein. Und mit dem Ausatmen töne ein. Im eigenen Fluss fünfmal. Da
kleinen Runden gerne einen Moment innehalten, vielleicht auch die Knie wieder nach oben bringen, die Füße ein wenig weiter auseinander stellen und die Knie in der Mitte zusammensinken lassen. Einen Moment entspannen, der Schwingung nachspüren, mit dem Kinn Kontakt aufnehmen, innen gefällt meist das Tönen beruhigend, auch für den ganzen Körper, die Schwingung, die das Baby wahrnimmt. Und dann gehen wir über in das O. Wenn du möchtest, kannst du gerne wieder deine Beine in die Schmetterlingsposition bringen. Tief über die Nase ein. Und ausatmend. Eine Runde wieder das O beenden, wenn du möchtest, wieder die Beine aufstellen. Und als nächstes nehme das U mit dazu. Spüre die Schwingung hier im Unterbauch. Atme wieder tief über die Nase ein und ausatmend. Schultern lockern, Kiefer immer lockern, tief über die Nase ein. Langsam dann wieder beenden, nachspüren. Und dann nehmen wir das M noch mit dazu, dass hier deine Zahnreihen ganz locker nicht zusammen. Atme über die Nase ein und summe ein.
nach der nächsten Runde wieder beenden. Vibration im Kopf, im Kieferbereich nachspüren. Und dann fahr ein paar Mal mit deiner Zunge an deinen Zahnreihen entlang. Innen oben die Zahnreihen abfahren. Und dann den Unterkiefer, die Zahnreihen abfahren. Wechsel dann auch mal nach außen, die Außenseite zwischen Lippen und Zahnreihen abfahren. Und dann auch mal die Richtung wechseln, die Zunge über die andere Seite kreisen lassen. Eine schöne entspannende Übung auch für den Kieferbereich zu lockern. Und dann langsam das Abfahren beenden, wenn ihr noch dabei seid. Dann mach dich bereit für Shavasana. Vielleicht möchtest du so liegen bleiben, leicht erhöht. Oder auch die Seitlage nutzen, links. Nimm dir was vielleicht unter deinen Bauch. Wenn nicht so auf dem Boden hängt, sondern ein bisschen abgestützt ist, wenn es angenehmer ist. Vielleicht auch ein Kissen oder eine Decke zwischen deinen Beinen, dass das Becken gerade positioniert ist. Und dein Kopf. Nimm dir, was du brauchst. Und dann komm hier wieder an. Nimm nochmal deinen ganzen Körper wahr. Schau, ob du an deiner Position noch irgendetwas verändern möchtest. Wie fließt dein Atem jetzt? Und so wander. Mal durch deinen Körper. Stell dir in deiner linken Fußsohle eine Sonne vor oder einen Energieball. Und stell dir vor, wie der Energieball oder die Sonne dort Wärme, Energie abgibt und deine linken Fußsohle aufleuchtet. Mit der nächsten Ausatmung stell dir vor, wie die Energie, die Wärme über deinen linken Unterschenkel zum linken Knie hinfließt. Mit der Einatmung stell dir dort wieder vor, wie du deine Sonne die Energie im Kniegelenk aufleuchten lässt. Mit der Ausatmung, mit der nächsten, lass die Energie über deinen Oberschenkel zur linken Hüfte fließen. Und einatmen, zieh dort die Energie wieder zusammen, lass sie aufleuchten, ausstrahlen. Und ausatmen, schick sie weiter in deinen Beckenraum. Zu deinem Baby, schick dort die Energie, die Wärme hin. Und einatmen, bündel sie wieder in deine Gebärmutter. Füll dein Baby damit ein. Und ausatmen, schick sie weiter nach oben zu deinem Herzraum.
Auch im Herzraum mit der Einatmung wieder bündeln, sammeln, ausstrahlen lassen. Und ausatmend schickst ihn weiter nach oben über deine Kehle zu deinem Kopfraum. In die Mitte deines Kopfes hin. Und einatmend stell dir wieder vor, wie du dort die ganze Energie bündelst, strahlen lässt. Dann konzentriere dich auf die rechte Fußsohle und stell dir vor, wie du jetzt mit einem Ausatmen die ganze rechte Körperseite reinigst. Alle Energiekanäle durchfließt und alles alte Belastende mit nach außen schickt. Und über die Zehen nach außen fließt. Und stell dir in deiner rechten Fußsohle einen Energieball vor. Deine Sonne. Lass dort einatmen, die Wärme, die Energie ausstrahlen. Und mit der nächsten Ausatmung lass sie nach oben fließen, über deinen Unterschenkel zum rechten Knie. Und einatmen, bündel sie dort wieder, lass sie ausstrahlen. Und ausatmen, schick sie über den rechten Oberschenkel zur rechten Hüfte. Mit der nächsten Einatmung dort wieder die Energie bündeln, ausstrahlen lassen im ganzen rechten Hüftgelenk. Und ausatmen. Zum Beckenraum, zur Gebärmutter, zum Baby hinschicken. In den nächsten Einatmen wieder dein Kind einhüllen mit Energie, Wärme, Liebe. Und ausatmen, die Energie nach oben zum Herzraum fließen lassen. Einatmen, dort wieder weit werden, die Energie dort ausstrahlen lassen, im ganzen Herzraum. Und ausatmen, lass sie weiter nach oben fließen, über die Kehle, zum Stirnraum und füll deinen ganzen Kopf damit aus. Einatmen, bündel dort die Energie wieder. Spür zu den linken Zehen rein und ausatmend wie ein Wasserfall strömt alles die linke Körperseite mit nach unten über alle Energiekanäle und schwemmt alles alte, verbrauchte, unnötige nach außen aus. Komm mit der Aufmerksamkeit zu deinem Bauchraum wieder und schick den Atem dorthin. Mit jeder Ausatmung stell dir vor, wie du die Energie im Bauchraum zum Baby schickst und weiter über deinen ganzen Körper fließen lässt. So wiederhole für dich die Affirmationen, die für dich passend sind. Ich bin entspannt und glücklich, dass mein Kind zu mir kommt. Ich weise alle Furcht von mir, während ich mich auf die Geburt meines Kindes freue und vorbereite.
bin auf eine sanfte und leichte Geburt eingestellt. Ich vertraue meinem Körper und werde mich von ihm leiten lassen. Mein Geist ist entspannt. Mein Körper ist entspannt. Ich bin zuversichtlich und fühle mich sicher und geschützt. Meine Muskeln arbeiten für eine leichte Geburt vollkommen harmonisch. Ich spüre eine natürliche Ruhe durch meinen ganzen Körper fließen. Ich entspanne mich, wenn wir schnell und leicht durch jede Phase der Geburt gehen. Mein Kind hat für jede Phase der Geburt die richtige Lage. Mein Gebärmutterhals öffnet sich nach außen und lässt mein Kind ganz sanft hinabgleiten. Entspanne mich vollständig und überlasse die Geburt der Natur. Ich sehe, wie mein Kind sanft aus meinem Schoß kommt. Die Geburt meines Kindes wird leicht sein, da ich entspannt bin. Ich atme richtig und lasse keine Spannung zu. Mein Geburtsverlauf fortschreitet, gehe ich tiefer dorthin, wo sich mein Kind befindet. Ich fühle, wie mein Körper sich sanft in Entspannung wiegt. Überlasse das Gebären meinem Kind und meinem Körper. Ich sehe, wie mein Atem einen wunderbaren Ballon füllt.
bin bereit, mich auf alles einzustellen, welche Wendung die Geburt auch nimmt. Das Gewebe in meinem Geburtsweg ist rosa und gesund. Mein Kind bewegt sich sanft auf seiner Reise. Mein Kind liegt für eine sanfte, leichte Geburt vollkommen richtig. Meines Körpers bringt mein Kind näher zu mir. Ich vertiefe meine Entspannung, je weiter ich im Geburtsverlauf fortschreite. Mein Körper bleibt ruhig, locker und entspannt. Ich begegne jeder Geburtswelle nur mit meiner Atmung. Mein Körper ist ruhig. Verlauf fortschreitet, versetze ich mich selbst in tiefe Entspannung. Ich atme langsam mit jeder Welle. Grüße mein Kind mit Freude und Glückseligkeit. Ich sehe, wie mein Kind sich an Gewebe entlang bewegt, das rosa und gesund ist. Kind geboren ist, schließen sich meine Blutgefäße auf angemessene Weise. Meine Geburt wird genauso verlaufen, wie du sie jetzt gesehen hast. Thank you.
Und genieße noch eine Weile die Entspannung. Und lange.